ich gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Auf der Busfahrt hin zum GBQ von unserer Easter Rocks Party. Und hier haben wir jetzt vier wunderschöne Damen sitzen. Erklärt unseren Zuschauern nochmal, wie ihr euch auf die Party vorbereitet habt. Also wir haben erstmal total Stress geschoben, weil wir erst unseren Vorverkaufskarton abholen wollen, die wir nicht gekriegt haben. Dann haben wir uns fertig gemacht, haben sie doch noch gekriegt, jetzt haben wir einen richtig geilen Abend. Dann waren wir noch in Köln shoppen für den Abend, Klamotten kaufen und dann hatten wir eine anderthalb Stunden Zeit, um uns fertig zu machen. Ja, das ist viel zu wenig. Also haben wir es dann noch geschafft. Ja, irgendwie nämlich so leise an das Mario Bart Programm, ne? Anderthalb Stunden haben nicht gereicht, um es fertig zu machen. Nein, natürlich nicht. Also seid ihr mit dem Ergebnis, wie es jetzt, unzufrieden? Nein, wir haben schon. Doch, wir haben ja noch Schminke dabei, können wir jetzt noch ein bisschen. Weiter geht's auf unserer lustigen Busfahrt zum GBQ, zur Rocks Easter Party. Und hier haben wir jetzt die sympathischen Damen sitzen. Sag uns nochmal, was heute für ein besonderer Tag ist. Mina, neuer Geburtstag! Wir sind im JubiQ in Frechen und wir heißen euch herzlich willkommen zur Easter Rocks Party. Rocks insgesamt die Party-Saison und auch das Rocks.com TV-Team mit TV-Box. Heute mal in einer anderen Location, einer etwas gemütlicheren Location. Wir sind aus der Winterpause zurück und wir freuen uns jetzt schon mal auf das ganze Jahr, aber insbesondere auf die heutige Party. Also viel Spaß jetzt mit den nachfolgenden Videos. Hallo Nadine, wir haben uns ja eben schon mal im Bus gesehen, aber jetzt sind wir in der neuen TV-Box. Wie findest du die Atmosphäre hier? Sehr gut. Romantisch, oder? Ja, sehr. Warst du wie William und Kate? Ja. Guckst du die Hochzeit? Nee. Du bist gar kein Royals-Fan, ne? Nee. Nadine, du hast gesagt, du willst in unserem Spiel mitmachen. Dann zieh mal was Tolles in unserem Hut. Du hast gezogen. Zeig uns, was du in deinen Taschen bzw. deiner Handtasche hast. Jetzt sind wir mal gespannt, was du da drin hast. Portemonnaie. Wichtig. Personalausweis. Auch wichtig. Das ist unsere Vorverkaufskarte übrigens. Für alle, die nicht hier sind, so sah sie aus. Nadine, ist das kaputt gegangen? Der nächste Gast hat unseren Kamin erreicht. Stell dich erstmal kurz vor. Mein Name ist Sascha, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schwerin, aber gebürtig aus Mechernich. Gut, dann zieh mal bitte einen Zettel hier raus. Okay. So, das ist nun eine Aufgabe für dich. Da muss ich gucken.
andere Seite. Okay, dann Nein, imitiere einen Wet-T-Shirt-Contest. Habt ihr Wasser? Oder was willst du machen? Nur einfach so, imitiere. Okay. Halt mal bitte. Halt mal das auf. Kann ich mich hinstellen? Kann ich mich hinstellen? Ja. Also, wir sehen jetzt einen imitierten Wet-T-Shirt-Contest. Aufziehen. Was du denkst, was beim Wettbewerb gemacht wird? Warte. Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Nathan. Hi. Ja, schön, dass du hier gerade alles am Vollqualm bist. Wie redet ihr denn? Mir geht's bestens. Bist du auf Brautschau? Ob ich auf was bin? Brautschau! Ja, Maike, mein Schatz, komm mal her. Also die Maike, die habe ich gerade hier kennengelernt. Das ist, ist mein neuer Schatz. Stimmt, Maike? Ja, siehste? Maike, du tust mir leid. Aber den Dominik habe ich auch kennengelernt. Oh Gott. Aber der, seine Muskeln. Ah, ich hasse dich auch, ey. Du bist mein Held. Guck mal, da ist der. Da ist der, dieser komische Showmaster. Komm mal her. Hier. Hallo. Ja, es läuft wirklich. Hallo. Ohne Scheiß, es läuft. Ich bin es wirklich. Hallo. Ja, du bist der Showmaster. Ich bin es wirklich, ja. Also, was sagst du bisher? Also, alle, die nicht hier sind, das kann man wirklich mal sagen, die verpassen hier wirklich was. Juby Cube, wirklich mal was total anderes wie vorher Z4, ja, und jetzt der, Tonfabrik. Ja, und der Nathan krault hier irgendwas. Der Liebe, der ist, hat sich zu mir gesellt. Ja. Ja, wie findest du die Party? Cool. Außer da oben, wo wir stehen, oberhalb haben wir ja die Technik vom Radio und so aufgebaut. Und Beamer, da ist es scheiße warm, aber sonst geil. Das hat man ja bei dem Video, was wir mit euch gedreht haben, nicht gesehen, dass es warm ist. Doch, glaub ich schon. Ich glaube, man konnte die Schweißperlen auf Kasis Stirn gut erkennen. Wahrscheinlich jetzt auch bei mir, aber... Ja, doch, du glänzt. Ich glänze. Ich glänze. Für die Kamera. Nur für Rocks TV. Jetzt darfst du eine kleine Aufgabe für uns machen. Juhu, ich freue mich. Zieh mal einen Zettel. Okay, ich zieh mal einen Zettel. So, jetzt muss ich den vorlesen oder machst du das? Also, ich lese ihn dir einfach mal vor. Ich habe Angst. Gurgel das A, B, C. Das, was du trinken kannst, kriegst du das hin? Gurgel das A, B, C. Alter, ich versau mir jetzt hier mein gutes Rost. Oder willst du lieber einen anderen Zettel ziehen? Ja, ich will. Okay, weil du es bist. Ja, ne? Ich nehme mal den. Jetzt kommt der Gurgel das NATO-Alphabet oder sowas. Führe eine Unterhaltung mit deiner Hand. Tue so, als ob die Hand antwortet. Ich halte das Mikrofon hier schön hin und dann kannst du mit deiner Hand reden. Also ich rede jetzt mit der, wo das Bier drin ist, oder mit der anderen? Das ist mir egal. Möchtest du lieber mit deinem Bier reden? Ja, ich nehme die Hand, wo das Bier, die ist mir sympathischer. Hallo Hand, wie heißt denn du? Lauter. Hier läuft Musik. Der AK Spoon macht viel zu viel Krach. Was? Ja, ich weiß. Ich sitze selten neben einer schönen Frau. Kann ich auch nichts für. Heute ist es aber mal so. Sie beleidigt mich. Ich möchte nicht mehr weiter. So, Handklappe, jetzt nicht mehr reden, Bewegung machen. Ich finde aber, du hast eine charmante Hand. Danke. Möchtest du mal schütteln? Hi. Ja. Meine Hallo. Hand. Hand me. Hallo. Hallo, hallo. Möchtest du zum Abschluss noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße all die Idioten, die heute nicht hier sind. Ihr verpasst was. Tut mir leid. Nächste Rocksparty, dann bitte dabei sein. Desp hat gesprochen. Und frohe Ostern an alle. Nicht interviewen, oder? Doch.
dann machen wir jetzt ein Doppelfeature Radio TV. Also Leute, ihr seid im Radio live dabei, wie Christian Kasierske mit zwei Mikrofonen belagert wird. Es ist wie eine Pressekonferenz, nur ich bin besser organisiert als Schäuble. Also fang an. Also mach mal was zu sagen. Wir stehen jetzt hier und interviewen den Radiomoderator, der hier diese Party für euch aufmacht. Stell dich erstmal vor. Ich bin der Christian Kasierske, auch gerade 86, Maike. Hallo, grüß dich. Na, hallo. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's wunderbar, wenn ich dich sehe. Schön. Ja. Wie findest du die Party? Oh, ich finde die Party super geil. Besonders, weil ich hier oben die Musik in besserer Qualität mitkriege durch die Kopfhörer. Es macht einfach riesig toll Spaß. Super. Und findest du, die Leute gehen ab? Hör mal, wir müssen mal eine Kamera drauf zeigen. Also ich finde ja ehrlich gesagt, die Leute gehen richtig geil ab. Am Anfang habe ich gedacht so, ja, die kommen nicht ganz aus dem Quark, ist so ein bisschen Altersheim-Stimmung, weißt du? Aber jetzt, wenn ihr das anguckst, ne, ich gebe dir ein Beispiel. Den da nicht. Der da geht nicht ab. Auch wenn der Rocks FM ist, draufzoomen, der Typ geht gar nicht, weißt du? Hat sich ganz weiß angezogen, hat Schwitzflecke bis zur Unterhose und man kann es mitsehen, warum, weiß ich nicht schon. Aber sonst, all die anderen haben mehr. Aber ich will ja nicht lästern, ne? Ja. Das war aber eine schöne Beschreibung fürs Radio. Ja. Hören dir denn viele zu? Wir hören, mein Gott, wenn sie meiner sonoren Bassstimme, du hörst es ja raus, lauschen ja dürfen. Dann sind die Leute so gebannt, die wollen gar keine Musik mehr hören. Moment. Kann man nutzen. Ach, ich soll wieder Musik hören. Nein, frag mich doch noch was. Ja, was soll ich dich denn fragen? Frag doch mal was Privates. Was? Frag doch mal was Privates, dann kann ich mal meine Floskel einüben. Bist du Single? Kein Kommentar. Geil, oder? Oh, geil, oder? Ja. Geil. Da ist noch jemand, der mit uns ja, reden will. Ja, noch einer von den Radio-Fuzzis. Ja, natürlich. Hier ist der XBBX. Hi. Ja, wie sieht's aus mit euch? Ja, wir machen gerade ein geiles Double-Feature. Ja. Sozusagen 3D, weißt du, mit Video und Radio. Guck mal, ich werde total bekloppt. Ja, natürlich. Und wie machen wir ein Battle? Mal so die Frage. Ich sag mal so, du hast gut um Aufmerksamkeit gebettelt, aber mein Freund, der einzig wahre Tänzer ist neben dir. Er ist ein bisschen älter und hat es noch ein bisschen besser drauf. Lerne aus Erfahrung. Ja gut, du hast die dickeren Eier. Das ist nicht nur dickere Eier. Das ist der Vorteil. Na gut. Dann lasse ich euch mal weiter das Interview führen. Viel Spaß. Danke. Hast du noch was? Ist denn viel im Chat los? Ja, also ich sag mal so, die Leute gehen geil ab hier im Chat, muss man schon sagen. Und fragen mich gerade so wichtige Fragen wie, spiel mal Musik. Also, es muss was los sein. Ja, schon. Ja. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Du bist die? Maike. Ja, Maike. Wie gefällt dir denn so hier das Arrangement? Ich finde es sehr gut hier. Es ist sehr gute Musik. Und es sieht sehr schön aus hier. Also für alle, die es nicht sehen, hier ist überall so eine Steinmauer. Und da, wo unsere eigentliche TV-Box steht, stehen zwei sehr schöne Sessel im Leopardenlook mit einem goldenen Rand und ein schöner Kamin. Hör mal, okay. Hör mal zu, bester Welle, ja, von Rocks FM. Jetzt lässt du mal die diplomatischen Antworten weg und redet jetzt einfach mal umgangssprachlich Tacheles. Ich sag geil, oder was? Ja! Ich sag geil, ich höre dich nicht! Ja! So, das war die Easter Rocks Party im JubiQ. Wir hoffen, das kleine Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt auf mehr, dann schaut doch mal bei unserem Forum vorbei auf rocks.com.tv oder bei YouTube. Geht einfach rocks.com ein und ihr findet jede Menge Videos und auch die Videos, die noch folgen werden, werden natürlich alle da eingestellt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sagen, we rocks! Do you too?